Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu dem Thema eure Fragen, meine Antworten. Viel Spaß dabei. Ihr habt mich gebeten, einen Mini-Lilly-Abriss jetzt zu geben. Also Lilly ist jetzt 2 Jahre alt. Die ist so super fit motorisch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die kann nach oben hüpfen, die ist ein Pesa, also die ist so schnell. Gestern habe ich jemanden bekommen, der mir geschrieben hat, ja, warum erzählst du denn, dein Kind hat sich ausgesucht, was es zum Frühstück gegessen hat? Weil mein Kind sich das aussucht. Mein Kind kann doch auf Sachen zeigen, kann Sachen selber rausholen aus Tüten, was es denn gerne mal probieren möchte, was es essen möchte. Also es macht sie so super selbstverständlich selber. Ich muss ja nicht immer was vorsetzen. Ich finde, die können ja mal alles probieren in ihrem Leben. Also ich finde nichts schlimmer als ein mäkelndes Kind. Meine Schwester war so eins, die hat nicht alles gegessen. Ansonsten sprachlich ist es wirklich so niedlich jetzt. Die fängt ja jetzt an zu reden, Wörter nachzuplappern. Aber jetzt auch zum Beispiel, wenn ich in der Küche stehe und ihr Müsli mache, dann sagt sie Milch, weil sie weiß, die Milch ist da im Kühlschrank oder so. Also es ist wirklich... Ich finde es so toll, dass sie größer wird. Ich habe früher mal gesagt, ich möchte so einen kleinen Säugling behalten. So ein süßes Bündel, was man die ganze Zeit so trägt. Nein, möchte ich nicht. Lilly soll wachsen. Es ist so, also es ist so schön. Jeden Tag kann sie was Neues, was mehr, was einem das Herz, also dass es einem das Herz aufgeht. Ihr habt mich gefragt, wie die Liebe zu meinem Kind zu beschreiben ist oder zu einem Kind zu beschreiben ist. Und das ist mir ganz, ganz, ganz wahnsinnig schwer gefallen. Ich habe es versucht. Jetzt kommt Alex gerade, mal in einem Post zusammenzufassen. Bei der Geburt oder vor der Geburt habe ich ein Video gemacht auf YouTube hier. Da habe ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, jemanden mehr zu lieben als meinen Mann, weil den kenne ich jetzt seit 14 Jahren. Wir sind 3 Jahre verheiratet, wir sind sehr, sehr eng. Dann kam Lilly. Und auch da am Anfang, natürlich liebt man dieses Wesen, es ist klein, es ist niedlich, es ist hilflos, es ist seins. Man hat es 10 Monate unter dem Herzen getragen. Aber ich merke, wie jeden Tag dieses Gefühl einfach wächst, aus dem Grund, dass man so eng zusammenwächst und dass die Liebe zu ihr irgendwie bedingungslos ist. Sie fordert nichts, sondern ich habe schon das Gefühl, ich fordere was von ihr. Kommt Alex nicht in die Wohnung? Ich fordere was von ihr. Es ist wirklich so, bitte mach, also wenn sie einem einen Kuss gibt oder einen umarmt oder so, dann ist es so und sie geht, dann ist man traurig, man will gleich mehr, man möchte das fast konservieren, fast aufsaugen, alles nochmal haben. Das ist irgendwie so das Gefühl, was man hat. Es ist eine ganz andere Art von Liebe, wie man liebt, als seinen Ehemann. Es ist, ich weiß es nicht, es ist ganz anders. Man kann es wirklich kaum beschreiben. Ihr müsst es einfach selber erfahren. Die nächste Frage ist, wie stehe ich zu Schönheits-OPs? Und über meine, die ich vorgenommen habe, über die spreche ich einfach im Internet nicht. Und nicht, weil ich nicht dazu stehe, sondern einfach, weil eine OP immer ein gewisses OP-Risiko trägt. Und ich das einfach auch gar nicht mit meinem Gewissen ausmachen kann, jemanden zu einem so großen Eingriffsschritt zu raten, den ich nicht persönlich kenne, vor mir sehe. Ich bin auch kein Arzt. Ich weiß nicht, ob der das macht aus psychischen Gründen, einfach weil er dem Druck nicht mehr standhält der Gesellschaft, weil er gehänselt wird, also was da im Hintergrund passiert und natürlich auch wegen dem OP-Risiko. Was ist, wenn da was passiert? Ich empfehle euch etwas, ich möchte guten Gewissens etwas empfehlen können und ihr wacht aus der Narkose nicht mehr auf, bei der OP geht irgendwas schief, dann kann ich das mit mir und meinem Gewissen nicht vereinbaren und ich möchte euch sowas auch niemals wünschen und hoffe auch, dass sowas niemals passiert, aber ich kenne auch den Arzt nicht, zu dem ihr geht, wie der euch berät und macht und tut. Aber generell bin ich nicht der Meinung, dass man sowas verheimlichen muss oder so, sondern einfach, man kann dazu stehen, man kann etwas machen lassen, man muss überhaupt nichts machen lassen in seinem Leben. Das hat aber auch nichts mit weniger Selbstbewusstsein zu tun oder dass man sich nicht schön findet, sondern es gibt immer kleine Dinge, wie im ganzen Leben, die man optimieren kann, optimieren möchte. Das ist wie ein sportliches Ziel, auch wenn natürlich zwischen körperlich gesunde Ernährung und vielleicht ein Kaloriendefizit fahren und Sport treiben und zum Beispiel sich unter das Messer legen, natürlich Welten liegen. Deswegen ist sowas immer ganz schwer zu pauschalisieren. Ich bin generell nicht dagegen. Es gibt ja auch aus Gründen, zum Beispiel jemand, der sehr, sehr viel Brust hat oder sowas, der sich seine Brust verkleinern lassen möchte, weil er hat schon Rückenschmerzen. Also aus gesundheitlichen Gründen einfach irgendwas zu tun. Da bin ich eigentlich nie dagegen oder dafür. Also es gibt
glaube ich, keinen Rat, den man jemandem geben kann, sondern man muss in sich horchen. Ich weiß auch nicht, ob ich jüngeren Menschen das so empfehlen würde. Ich habe über meinen Eingriff mehr als 6 Jahre nachgedacht und ihn 6 Jahre lang geschoben, einfach weil es ein Eingriff ist, weil ich mir der Sache früher auch in ganz jugendlichem Alter, in den Anfangen der 20er oder sogar noch drunter, überhaupt nicht bewusst gewesen wäre, was das für ein Eingriff ist, was ich damit tue. Ich bin auch eigentlich ganz froh, dass ich ihn nicht gemacht habe damals, aus dem Grund, dass mein Selbstbewusstsein erstmal ohne einen chirurgischen Eingriff zum Beispiel gewachsen ist. Dass ich immer schon, oder was heißt nicht immer, früher war ich gar nicht so selbstbewusst. Vielleicht hat es nach außen manchmal so gewirkt, aber innerlich sah das nicht immer so in mir aus und ich war nicht immer so reif. Und ich bin einfach froh, dass ich durch viel Erfahrungen, die ich gesammelt habe, durch Fehltritte, die ich gegangen bin, durch Persönlichkeitsentwicklung, durch viel mich hinterfragen, ob ich so sein möchte, ob ich so glücklich bin, dass mein Selbstbewusstsein so gewachsen ist und ich mich später erst für einen Eingriff entschieden habe. Möchte aber niemanden zu Schönheits-OPs raten. Es gibt auch genug Videos von anderen Menschen, die das machen und das ist auch eine Sache, die ich überhaupt nicht verurteile, sondern wenn jemand drüber sprechen möchte und auch der Meinung ist und vielleicht ist es auch für die andere Hälfte so oder für 99% der Menschen so, dass dadurch sogar mehr geholfen ist, als nicht drüber zu sprechen, dann guckt euch diese Videos an. Für mich ist es der richtige Weg gewesen, nicht zu animieren. Man kann mir immer schreiben, privat. Ich werde es nicht öffentlich machen, einfach weil ich dadurch mit meiner Reichweite, die ich habe, auf jeden Fall noch ein paar mehr Leute erreiche. Aber wenn mich jemand was fragen möchte, dann kann er das immer gerne tun und haben auch schon viele getan. Ich werde aber auch nicht auf hetzerische Kommentare eingehen, wo mir unterstellt wird, dass ich das verheimliche und dass ich ja so tue, als ob und so, dass ich mich immer so wohlfühle, wie ich bin. Ich fühle mich wohl, das heißt aber auch wirklich für mich nicht, dass ich nicht irgendwie was optimieren kann. Und das hat nichts nur mit Eingriffen zu tun, sondern auch mit allen möglichen Sachen im Leben, wie wenn ich mich nach meinem ganzen Winterfüllereise sozusagen nicht mehr wohlfühle, dass ich dann auch mehr Sport wieder mache, ein größeres Kaloriendefizit statt Erhaltungskalorien fahre und so weiter und so fort. Also das geht jetzt ja auch zu weit. Das ist meine Antwort erstmal auf eure Frage. Zur Frage, was hat Lilly zum Geburtstag bekommen zu ihrem zweiten? Jürgen und ich haben gesagt, wir schenken ihr einen Tag zusammen. Letztes Jahr haben wir eine riesen Party hier gegeben mit Kuchen und Sushi-Köchen und so weiter und so fort, aber auch mit ein paar Kindern, aber mehr Erwachsenen. Und jetzt ist sie 2 und kriegt ja auch schon viel mehr mit. Deswegen haben wir gesagt, okay, ist jetzt nicht das Spannendste für eine 2-Jährige, so eine Party zu feiern. Es ist ja eher was für uns und dass wir alle unsere Freunde wieder treffen und die Familie. Wir haben gesagt, wir nehmen die Familie, gehen alle in den Zoo, waren dort auch 4 Stunden, Lilly ist da rumgepäst und hatte wirklich Spaß, hat Eis gegessen und so. Danach waren wir alle zusammen Mittagessen und dann sind wir zu meiner Mama in den Garten gefahren oder zu meinen Eltern mit der ganzen Familie, haben Kaffee gemacht, haben dann Swimmingpool ausgepackt oder den Gartenschlauch und ja, danach war Lilly richtig, richtig hin. Wir sind nach Hause gekommen. Die hat sich hier nur noch auf die Couch Frosch im Hals gelegt und dann habe ich sie ins Bett gebracht und ja, das war ihr 2. Geburtstag. Und was sie noch geschenkt bekommen hat von uns, waren es dann halt der Tag und Kleinigkeiten, weil ich glaube, ich habe es im ersten Jahr ein bisschen übertrieben mit den Geschenken. Ihr seht ja vielleicht hinter uns ihren Fuhrpark und ihr ganzes Zeug ist ein bisschen viel. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, jeder kriegt ein Geschenk. Ich habe ihr Kleinigkeiten besorgt. Ich habe ihr aber auch noch so Klamotten, die sie jetzt für den Herbst schon gebrauchen kann. Also nichts, was spannend für sie ist, das habe ich den anderen überlassen, um ihr eine Freude zu machen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Schaut mal, dieses tolle Gefährt hier kam von Alex und Robert und ich habe sie schon bei einer Freundin spielen sehen damit und da habe ich gedacht, das muss ich Alex unbedingt sagen, da freut sie sich mega. Alex kam damit zum Zoo und sie wollte gar nicht mehr in den Zoo, weil sie ist die ganze Zeit hin und her wie ein kleiner Tiger am Gehege immer hin und her gewackelt mit dem Ding. Also es war ein richtig, richtig tolles Geschenk von den beiden. Lilly hat ihre Puppe reingepackt und dann ging es schon los. Das ist übrigens die Wickeltasche, das ist natürlich nicht für sie, sondern die ist fürs kleine Baby. Die nächste Frage, die ihr gestellt habt, ist, wie ich Lilly fördere. Und das ist ja nicht so einfach zu beantworten. Ein bisschen mache ich natürlich aktiv, indem ich zum Beispiel auch ein bisschen was lese. Im Moment bin ich gerade bei einem Buch, das heißt Kinder brauchen Grenzen. Vorher habe ich gelesen, das gewünschte Wunschkind aller Zeiten, der entspannte Weg durch die Trotzphasen. Bisher beide Bücher super zu empfehlen. Ich versuche aber auch viel einfach zu
mir zu überlegen, was habe ich in meiner Erziehung genossen, also was durfte ich, was wurde mir mitgegeben, was möchte ich davon übernehmen, was habe ich bekommen, was ich auch bis heute vielleicht anders machen würde und auch jetzt anders mache. Das sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, ich musste, habe ich früher gehasst, Leute, am Frühstückstisch sitzen, morgens. Ich hatte zur zweiten, zur dritten Stunde, meine Eltern, meine Schwestern mussten alle früher raus und ich musste aufstehen. Und wir haben zusammen gefrühstückt und mussten erzählen, was wir am Tag so vorhaben, was passiert an dem Tag, schreiben wir eine Klassenarbeit und so weiter und so fort. Und ja, als Jugendlicher ist das jetzt vielleicht nicht so toll und ist jetzt auch eine größere Geschichte, aber ich fand es ja von der Sache, dass wir als Familie morgens wissen, was der andere macht, viel voneinander wissen, total schön. Und das werde ich zum Beispiel übernehmen. Und auch schon jetzt in Lillys Alter muss ich jetzt zum Beispiel mit zwei auf jeden Fall anfangen, sie an einen Tisch zu setzen. Also, dass sie beim Essen sitzen bleibt, dass sie sieht, was wir essen. Also man merkt es auch ganz schnell, wenn ich Lilly irgendwas mache, schuld, ich habe die ganze Zeit einen Frosch im Hals hier heute. Wenn ich Lilly etwas gebe, was wir nicht essen, dann muss es nicht sein, dass sie das isst. Wenn sie es gerne mag und sich teilweise auch aussucht, manchmal geht sie an Schränke oder Kühlschrank und guckt so und zeigt so, was sie möchte, dann isst sie das auch, aber es muss nicht sein. Und wenn wir etwas essen, dann weiß ich 100%, mein Teller ist leer danach oder sie geht danach zu Julians Teller und isst da weiter. Das findet sie viel interessanter und daraus habe ich zum Beispiel gemacht, dass wir sie am Tisch jetzt sitzen lassen, ist für uns vielleicht auch später entspannter, wenn ich zu Freunden gehe und sie mitkommt. Oder aber im Kindergarten muss sie, denke ich mal, auch an der Sitzgruppe sitzen bleiben, wenn alle essen und gemeinsam mit allen essen. Deswegen so eine Sachen fördere ich halt. Den Tipp habt ihr mir auch gegeben, viele W-Fragen zu stellen. Am Anfang fragt man ganz oft, wenn sie ja zum Beispiel dann endlich mal Ja und Nein sagen kann, hast du Hunger? Sie sagt ja. Aber mehr kommt dann auch nicht. Und durch W-Fragen, also wer, wie, was, wann, wieso, warum, muss sie halt mehr antworten. Und natürlich kriegt man am Anfang jetzt, wo sie noch nicht so viel sprechen können, nicht das, was man sich vielleicht wünschen würde als Erwachsener. Aber es ist so schön, was da kommt. Also sie überlegt, man kann ja wirklich jetzt Sachen... Also man kann sie fördern, indem man, das hört sich an, als ob sie ein kleiner Hund ist, aber indem man sie fragt, Lilly, kannst du mal die Feuchttücher holen oder holst du mal einen Lappen und machst das sauber, was du gerade gekleckert hast. Also ich bin zum Beispiel nicht der Mensch, der ihr kein Glas in die Hand drückt, weil er Angst hat, das Glas könnte kaputt gehen auf dem Weg zur Küche, wenn sie es mit abräumen muss oder es könnte ja den kompletten Boden voll kleckern, sondern dann kleckert es halt den Boden voll und sie muss lernen mit aufzuräumen. Also ich räume ja abends auch nicht alleine ihr Spielzeug immer auf, sondern das erste muss sie mitmachen, wenn sie natürlich dann todmüde umfällt. Dann bin ich froh, dass sie einfach ein bisschen geholfen hat, aber sie sieht nicht, ich kann dreckig machen, Mama macht sauber. Also durch so eine Kleinigkeiten versuche ich einfach was zu machen. Ich glaube, alles andere macht man so intuitiv. Ich bin ja eine Quasselbacke, ich rede viel mit ihr. Sie hört wahrscheinlich super viele Wörter. Also eigentlich müsste mein Kind schon den vollen Wortschatz haben, wenn es daran liegen würde, wie viel ich am Tag rede. Aber so eine Sachen versuche ich ihr mitzugeben, dass ich viel, viel erzähle, viel erkläre, was ich tue, was wir jetzt zusammen machen. Sie einfach auch mitnehmen bei den alltäglichen Dingen. Also ich muss nicht unbedingt jetzt mit ihr irgendein Spiel durchpowern, bis sie es kann oder sowas. Also einfach so als erzieherische Maßnahme. Sondern ich mache mit ihr den Alltag. Also wenn ich hier rumputze und das Bett mache, dann erzähle ich ihr, was wir jetzt machen, gebe ihr ein Kissen in die Hand, was sie so aufschütteln muss oder sowas. Also so ein bisschen einfach, dass sie was mitmacht und auch ganz normale Sachen macht, die ich auch mache, weil ich verstehe mal nicht, warum ich mit ihr was machen soll, was gar nicht in meinen Alltag passt, was irgendwie auch gar nicht so ist. Früher habe ich immer gesagt, man muss kindgerechte Sachen machen. Das machen wir auch, aber halt auch mit ganz normalen Dingen, wie Tisch abräumen, aufräumen. Sie hilft beim Kochen und gießt dann ihre Haferflocken in eine Schüssel oder sowas. Geht zwar öfter mal schief, muss man aber mitleben. Also so eine Dinge mache ich. Ihr habt mich gefragt, wie es aussieht, wenn ich Koffer packe. Das zeige ich euch jetzt. Kommt mit. Hier sieht es so aus. Ich nehme mir nämlich tatsächlich jede Schublade, jedes Brett, jeden Bügel vor und gucke, ob ich was brauchen könnte. Schmeiße es dann auf den Boden und gucke dann, ob ich irgendwelche Outfits kreieren kann, weil man muss ja auch dann gucken, welche passenden Schuhe man mitnimmt und ob die Taschen dazu passen. So stehe ich dann immer da. Könnte das für den Urlaub passen? Und dann kommt das nächste. Und dann muss ich irgendwann gucken, dass ich wieder was ausräume, weil das ist immer zu viel. Ich packe auch für 3 Tage das gleiche wie für 2 Wochen. Aber so bin ich. Da habe ich immer was dabei, was ich brauche. Mir kann nie was fehlen. Für keinen Anlass.